Promi-News des Tages im Gala-Ticker, 5. Dezember 2021. Heidi Klum genießt das Wochenende mit ihrer Familie. Heidi Klum, 48, ist ein absoluter Familienmensch und genießt das Wochenende gerne ganz entspannt mit ihrer Großfamilie. So auch am vergangenen Samstag, 4. Dezember 2021. Mit Ehemann Tom Kaulitz, 32, und ihren Kindern Leni, 17, Henry, 16, Johann, 15, und Lou, 12, schlendert die Modelmama durch ihre Wahlheimat Los Angeles und hält den Bummel selbstverständlich für ihre rund 8,8 Millionen Fans in ihrer Instagram-Story fest, vor allem ihre jüngste Tochter Lou rückt dabei in den Fokus. Auf einer Aufnahme blicken Mutter und Tochter gut gelaunt in die Kamera, in einer anderen Sequenz hüpfen sie Hand in Hand über einen Parkplatz. Punkt. Sieht ganz nach einem perfekten Samstag aus, 4. Dezember 2021. Sarah Engels, Ehemann Julian zeigt niedliche Aufnahme ihrer Tochter, Sarah Engels, 29, und Ehemann Julian, 28, schweben auf Wolke 7. Am 2. Dezember 2021 hat ihre Tochter Solea Liana Engels das Licht der Welt erblickt. Papa, Mama und dein großer Bruder lieben dich unendlich und sind voller Glück und Stolz. Gab die stolze Mama einen Tag nach der Geburt auf Instagram bekannt und postete ein Foto, auf dem die winzige Hand ihrer Tochter zu sehen ist. Julian Engels legt nun nach und teilt in seiner Instagram-Story neue, zuckersüße Aufnahmen der Kleinen. Das Neugeborene trägt einen Body mit der Aufschrift All I Need Is Daddy, Z Deutsche, alles was ich brauche ist Papa, und eine kuschelige Hose mit Winnie-Pooh-Muster. Zärtlich streichelt der frischgebackene Vater die kleinen Beinchen seiner Tochter, wie niedlich, 2. Dezember 2021. Massimo Sinato und Rebecca Mir posten neue Aufnahmen ihres Sohnes. Im April dieses Jahres wurden Massimo Sinato, 40, und Rebecca Mir, 29, Eltern eines Sohnes. Zu sehen bekommen wir nicht viel von dem Spross. Bisher hielt sich das Paar, das sich 2012 bei Let's Dance kennen und lieben lernte, mit Aufnahmen seines Wonneproppens bedeckt, zeigte hin und wieder die Füßchen des Kleinen. Nun dürfen wir erneut einen Blick auf das Baby werfen, das schon echt groß geworden ist. Denn die stolzen Eltern präsentieren ihren Nachwuchs gleich zweimal im Netz.